Yes, come on, come on. 5-4, let's go, glaub an dich. Ja, Leute, der Seitenwechsel, der dient der Regeneration in eurem Tennismatch. Und auch hier gibt es ein paar Dinge zu beachten. Und in diesem Video gebe ich euch drei wichtige Tipps, die ihr beim Seitenwechsel anwenden könnt. Los geht's! Bevor wir starten, ich fände es mega cool, wenn ihr diesen Channel abonnieren würdet. Also wollt ihr mich unterstützen, drückt auf die Glocke, abonniert den Channel und dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Wenn ihr mich unterstützen wollt, in der Videobeschreibung gibt es Infos dazu. Jetzt geht's los. Dieses Video ist der Auftakt zu einer neuen Videoserie. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe relativ viel für Tennistrainer hier in meinem Kanal. Daran wird sich auch nichts ändern, aber ich werde jetzt mich auch hin und wieder mal stark auf den Spieler fokussieren. Und da habe ich mir eine kleine Serie ausgedacht, die nennt sich 3 Tipps für. Ja, und heute geht es mit dem ersten Video los. Und das erste Video betrifft den Seitenwechsel, wie schon erwähnt. Und da gebe ich euch jetzt hier den ersten Tipp direkt an die Hand. Stichwort Ernährung. Zum Thema Ernährung könnte ich jetzt ein eigenständiges Video machen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die man haben kann. Ich möchte euch jetzt hier nur ein paar wichtige Sachen zeigen. Also, sicherlich nicht gut ist, wenn ihr auf die Bank kommt und ja, den anderthalb Liter jetzt hier wegäxt. Nein, ich rübse jetzt nicht in die Kamera. Sondern, wenn ihr mal jetzt laufen im Moment die French Open, achtet mal darauf, wie die Profis trinken. Die Profis trinken. Step by step. Das ist ganz wichtig beim Trinken. Also nicht zu große Schlucke nehmen, macht sie klein. Große Schlucke sorgen natürlich dafür, dass eine ganz, ganz große Menge an Flüssigkeit direkt in den Magen transportiert wird. Und da habt ihr natürlich direkt ein Völlegefühl und das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Deswegen kleine und kurze Schlücke beim Trinken. Was kann man beim Essen machen? Da gibt es den Mythos, die Banane. Ja, ihr müsst auf jeden Fall eine Banane dabei haben. Könnt ihr machen, aber am Seitenwechsel, glaubt mir ganz ehrlich, da wird euch die Banane gar nicht mal so viel bringen. Denn bis die verdaut ist und die Inhaltsstoffe, die wichtigen Stoffe in eurem Blutkreislauf landen, da dauert es meistens, bis die Banane verdaut ist, 2 Stunden. Und deswegen bringt euch die Banane beim Seitenwechsel eigentlich so gut wie gar nichts. Höchstens vorm Spiel, ja, da macht die Banane durchaus Sinn. Das heißt, wenn ihr Sachen zu euch nehmt, Ernährung, dann empfehle ich euch Sachen, die direkt ins Blut gehen. Ja, und wenn ihr mal den Joker euch angeschaut habt, der hat diesen Mythos, in die Welt geschaffen, Datteln. Ja, Datteln. Das ist ein kleiner Tipp von mir und sicherlich auch von einem meiner Mannschaftskollegen, Lars, in dem Sinne schöne Grüße. Ja, Datteln gehen sofort ins Blut, bestehen extrem aus Zucker und diese Energie gelangt sofort in euren Blutkreislauf. Deswegen zum Beispiel Djokovic häufig mit Datteln unterwegs. Tja, wer von euch keinen Bock auf Datteln hat, kann natürlich auch Müsli-Riegel oder irgendwas dabei haben in der Richtung, was eben sofort sich in den Blutkreislauf einmischt oder eben Traubenzucker, sicherlich auch nicht verkehrt. Das nur erstmal als ersten Tipp zum Trinken, zum Essen. Wie gesagt, die Bandbreite ist so groß, da könnte ich ein eigenständiges Video drüber machen. Mein zweiter Tipp ist eher mentaler und taktischer Natur. Das heißt, wenn ihr beim Seitenwechsel seid, versucht euch erstmal runterzufahren, denn die Pause ist natürlich dafür da, dass ihr regeneriert. Auf der anderen Seite könnt ihr im Kopf auch nochmal vielleicht die letzten Spielzüge etwas durchspielen und schauen, was hat gut geklappt, was hat vielleicht nicht so gut geklappt. Macht euch einen Plan für das nächste Spiel, was ansteht. Wie ist der Spielstand? In meinem Fall steht es jetzt 5-4. Ich schlage auf. Wohin möchte ich aufschlagen? Wo möchte ich meinen Gegner packen? Ja, versucht euch schon mal so mental auf das nächste Spiel zu fokussieren und euch einen Plan zu machen. Sicherlich nicht verkehrt ist auch, sich gut zuzureden. Das heißt, sich anzufeuern, sich Mut zu machen, wie ich es eben gerade im Intro ein bisschen gemacht habe. Komm jetzt, dein Spiel, das nächste Spiel holst du dir. Mut machen, wieder aktivieren für das neue Spiel. Und das solltet ihr versuchen, auf jeden Fall beim Seitenwechsel umzusetzen. Vielleicht kennt jemand von euch das Video Tommy Haas talking to himself. Ja, ich glaube nicht, dass der Tommy hier jetzt das Video sich anguckt, aber sonst schöne Grüße. Ja, das Video wird relativ häufig auch gezeigt in Trainerlehrgängen. Und ja, bei dem Video geht es einfach darum, dass Tommy Haas total frustriert ist, geht auf die Bank und fängt an, erstmal negative Emotionen rauszulassen, bevor er dann auf der Bank eine Kehrtwende einschlägt. Und dann wieder nur positiv und nur sich fokussiert auf das kommende Aufschlagspiel.
Natürlich in etwas theatralischer und drastischer Weise. Und das ist auf jeden Fall ein Video, das darf ich leider hier aus lizenztechnischen Gründen nicht zeigen. Aber wenn ihr fertig seid, dieses Video zu gucken, dann schaut euch das mal an. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr informativ und lohnenswert, sich anzusehen. Ich verlinke euch hier mal in der Videobeschreibung Tommy Haas Talking to Himself, ein absoluter Klassiker. Den dritten und letzten Tipp, den ich euch geben möchte, der betrifft die Zeiteinteilung beim Seitenwechsel. Ich hatte das schon mal angesprochen bei 10 Match-Tipps, die ich für euch, für euer Spiel geben kann. Wenn euch das Video interessiert, dann schaut euch das nach diesem Video mal an. Ich verlinke euch hier in der Infocard. Und zwar ging es darum, dass ihr euch nicht an das Tempo, was der Gegner einschlägt beim Seitenwechsel, einlassen solltet. Nun ja, viele von uns werden sicherlich nicht bei ihren Mädenspielen oder bei ihren Mannschaftsspielen oder Turnieren mit Schiedsrichter spielen. Das heißt, letztendlich ist es jedem freigestellt, wann ihr aufsteht und wann nicht. In der Regel könnt ihr ja sowieso auch immer früher aufstehen, aber die Länge wird meist durch den Schiedsrichter, durch das Time entsprechend dann festgelegt. Und jetzt ist es häufig so, dass in den Mannschaftsspielen, die ich immer häufig sehe, so, da kommt jemand, so, der ist unzufrieden, der geht auf die Bank und dann ärgert er sich und dann steht er sofort wieder auf und wird dadurch hektisch. Das ist zum Beispiel die eine Variante, dass man sich sicherlich empfiehlt, eben auch ein bisschen ruhiger zu sein und eben die Pause auch auszunutzen, um eben wieder runterzukommen, um eben das zu machen, was ich euch in den ersten zwei Tipps an die Hand gegeben habe, nämlich sich auf die Ernährung zu fokussieren, wieder Kraft zu tanken, sich neu zu konzentrieren, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Und dann gibt es eben halt noch den Fall, dass sich derjenige, der hier sitzt, durch den Gegner, der genau das Gleiche macht, also der ist hektisch und steht wieder auf und stellt sich am besten jetzt noch da hinten an die Grundlinie und steht schon zum Aufschlag bereit. Und dann sitze ich hier als Gegner und denke, ja, wenn der schon steht, ach, dann stehe ich auch schon auf. Und dann lasse ich mich so auf ein Tempo ein, was der Gegner vorgibt. Und das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Nehmt euch euer eigenständiges Tempo. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Nehmt euch die Zeit, die euch gut tut. Und dann werdet ihr sehen, dann nutzt ihr die Pause viel, viel, viel effektiver. In meinem kommenden Video werde ich euch 3 Tipps für nach dem Match vorstellen. Ich hoffe, ihr seid da gespannt und wenn ihr bis dahin Langeweile habt, dann schaut euch doch mal diese ganzen Videos an, die ich in meinem Kanal für euch bereitstehen habe. In diesem Sinne, bis dahin, euer Martin.